Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin gerade aufgestanden. Ja, Henning ist eben aus dem Haus arbeiten. Und vielleicht fällt es euch auf, ich habe eine neue Kamera. Eine Weitwinkelkamera. Oh, jetzt sieht man auch mein Chaos. Ja, in den letzten Tagen kamen sehr viele Videos. Es werden auch noch einige mehr kommen. Ich war so ein bisschen im Verzug, die Gartenhütte stand an, da seid ihr jetzt up to date. Im Haus seid ihr jetzt auch erstmal up to date. Die Abstellkammer ist so gut wie fertig, da muss der Henning jetzt noch die Tür einbauen. Ja, ich muss mich jetzt erstmal anziehen. Ja, das ist halt die Realität auf der Baustelle. Ich nehme euch halt mal so ein bisschen mit, dachte ich. Ich habe nämlich auf Instagram eine Umfrage gemacht, da kam raus, dass sich die meisten, ich glaube, es waren 80%, 30-minütige Videos wünschen. Das ist echt krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wenn die Videos zu lang werden, dann langweile ich euch irgendwie. Keine Ahnung. Ja, also erstmal danke dafür, dass ihr so viel Interesse an unseren Videos zeigt. Ich muss mal gucken, wie ich dieses Video gestalte und wie lang die auch werden. Also ich kann nicht immer versprechen, dass die Videos lange genug sind. Denn manchmal gibt es dann auch am Tag halt nichts mehr zu zeigen und am nächsten Tag starte ich dann oft schon mit dem nächsten Video, also dann ein anderes Thema. So, wollen wir mal in den Tag starten. Gestern war ich arbeiten, heute habe ich frei. Das ist so cool jetzt, ne? Wenn man jetzt hier so entlang läuft, kriegt man das ganze Haus schon fast drauf. So, gucken wir mal nach dem kleinen Mann. Hey! Kleine Papagei ist auch schon wach. Kuckuck, na? Guck mal. Sag mal was. Ich kam vorhin hier runter und dann war der noch eingerollt am Schlafen. Ja, die Situation wird sich übrigens auch bald ändern. Der steht da nicht so gut, das ist uns bewusst. Das wird natürlich alles noch geändert, wenn hier das Wohnzimmer fertig ist. Die Küche, es wird ja alles viel heller hier drinnen sein, dann kriegt jeder Vogel, sage ich mal, seinen Platz. Ja, willst du was essen? Übrigens, wenn ich hier am Esstisch sitze, der hört das anscheinend oder riecht das auch, wenn ich am Futtern bin, dann kommt er da immer raus und setzt sich oben auf den Käfig drauf, total goldig. Kann ich mal bei Gelegenheit zeigen. Ich fütter ihn dann auch, also ich achte halt drauf, dass jetzt kein Salz oder so dran ist oder Gewürze, da soll man ja immer ein bisschen aufpassen. Boah, so ein Stückchen Brot, das gebe ich ihm dann schon mal oder Gurke oder, wobei er Gurke jetzt nicht so mag. Ja, Papageien sind ja alles Fresser. Es ist immer noch ungewohnt, mit der neuen Kamera zu filmen. Ich muss jetzt hier in die Linse gucken, statt hier in dem Bildschirm. Das Problem hatte ich vorher auch. Ich habe übrigens davor mit dem Handy gefilmt. Ja, das war auch schon gut, die Qualität, aber jetzt kommt halt einfach alles drauf. Und ich stehe hier und man sieht einfach die komplette Fliesenzeile. Das ist so genial. Hier zum Beispiel so eine kleine Brezel. Keine Salzbrezel, da mache ich das Salz jetzt ab. Weil die haben irgendwie allgemein, manche Tiere haben nicht den Stoffwechsel dafür, dass die das irgendwie verdauen. Deshalb, so, ein salzfreies Stückchen gebe ich dem kleinen Mann jetzt. Ach du. Ist er wieder reingegangen? Ja, komm. Ja. Oh, er freut sich. Oh, der Kleine, bist du süß. Ich habe schon oft überlegt, ob wir ihnen einfach einen größeren Käfig bauen sollen. Die Besitzer haben es halt den Käfig so übergeben quasi. Wir schauen mal. Ich hätte gern schon natürlich mehr Platz für ihn. Ist halt nicht so ideal hier. Wir müssen halt nur gucken, wir haben auch noch die zwei Wellis. Die Wellensittiche, die stehen ja noch unten. Die kommen übrigens auch dieses Wochenende hoch. Erstmal ins Schlafzimmer, die brauchen mehr Licht, das geht nicht. Und du lässt es dir jetzt schmecken, ne? So süß. Er musste die Kralle nehmen, Kuckuck.
Oh, voll aufgebissen. Ja, so süß, dann nimmt das sonst immer so in die Kralle und isst es dann. Mhm. Der Caprese, gell? Der das genießt. Ja. Aber ich geh jetzt mal runter. Und mach mich ein bisschen zurecht und dann melde ich mich danach wieder. So, fertig geschminkt und angezogen. Ja, jetzt kommt alles aufs Bild. Brauche ich mich nicht mehr so hier verbiegen. Man sieht hier auch, hier liegt alles rum. Ja, da ist der Spiegel. Man sieht da die Kamera. Ja, das geht nicht. Also, wir werden es so machen, dass wir da eine... Ich habe mir dafür schon einen Schreibtisch ausgesucht, einen schönen. Der ist auch schon angekommen. Den werden wir etwa in diesem Video oder demnächst hier aufbauen. Mal gucken. Ich weiß nicht, was ich jetzt alles ins Video reinnehme. Ich denke, es wird so ein Gemischter draus werden, was wir hier im Haus auch vorhaben. Ich weiß auch nicht, wie lang das Video wird. Leute, keine Ahnung. Es ist Wochenende und es steht halt immer viel an. Morgen soll übrigens das Gerüst aufgebaut werden. So ist der Plan, denn wir müssen dämmen. Weil man sieht draußen schon, das Wetter verändert sich. Ich gucke mir hier gerade so einen Trailer an. Mal ein bisschen leise machen. Danning hat mir so einen Trailer geschickt. Wir machen das nämlich immer so, dass wir jeden Freitagabend einen Filmabend machen. Und der heißt Wicked. Das ist so ein Fantasy-Film, wir stehen da voll drauf, also ich mag das, auch so Harry Potter oder Herr der Ringe oder sowas. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Lieblingsfilme sind oder allgemein, auf welche Filme ihr so steht. Ich mag auch übrigens Actionfilme, Jason Bourne zum Beispiel finde ich so geil, der zählt wirklich zu meinen Top-Favoriten. Ich bin jetzt hier gerade mal am Gucken. Hier steht jetzt irgendwie Oktober 24. Da gibt es dann auch noch einen zweiten Teil, der kommt dann ein Jahr später raus. Im Trailer stand eben November 22. Das ist komisch. Aber hier steht auch nicht, wie lange der geht. Jetzt kommt die Sonne raus. Ich dachte, ich führe euch mal rund, was jetzt hier so geplant ist. Das hat sich auch jemand auf Instagram gewünscht, hatte ich ja kürzlich eine Umfrage gemacht und da gehe ich jetzt mal drauf ein, das ist eine gute Idee. Und zwar hier im Schlafzimmer, da fehlen ja eigentlich noch alle Möbel. Also das ist ja mal ein provisorischer Kleiderschrank da drüben. Hier fehlt auch noch ein Bettgestell, Schreibtisch kommt ja provisorisch da wie gesagt hin. Wir machen das so, wir haben uns jetzt schon ein paar Sachen angeschaut. Eventuell gehen wir später noch zu IKEA, wir wissen es noch nicht genau, wir gucken immer nach Priorität, ob hier im Haus irgendwas Vorrang hat. Eigentlich haben wir hier genug zu tun. Ja, wir wollen dann einen Schrank kaufen, der komplett diese Seite, diese Wand halt bedeckt. Also ohne Lücke komplett zubauen, sage ich mal. Aber er darf natürlich auch nicht drücken. Hier wird ein 2x2 Meter Bettgestell hinkommen. Ja, ich weiß nicht, wie wir das ausgehalten haben, jetzt jahrelang auf 1,40 zu schlafen. Also das ist wirklich super eng. Ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Zudem müssen wir eine weitere Lampe abholen. Diese Stehlampe da. Die habe ich jetzt so umgebaut, dass die ein bisschen tiefer ist. Eigentlich ist die höher. Aber das haben wir halt extra so gemacht, damit wir da so ein bisschen Ablagefläche haben. Ja, hier ist mein geliebter Abstellraum. Da fehlen noch die Abdeckungen, die Schalter und so. Die Tür muss noch rein, die steht hier. Und hier in meinem zukünftigen Nähzimmer oder dann auch später das Kinderzimmer, da habe ich schon so viele Pläne. Also ich habe schon ganz viele Ideen, der Henning natürlich auch. Wir haben hier noch Farbe stehen. Da habe ich dann überlegt, dass man mit diesem Grau etwa ein paar Bäumchen malt. Also es müssen jetzt keine braunen Bäume werden, sondern halt auch ja, so ein bisschen Fantasy. Apropos Fantasy. Ja, und noch so ein paar Tiere, vielleicht so ein paar Hummeln, vielleicht noch eine süße kleine Maus. Oder einen Elefanten, wobei ich da jetzt nicht so drauf stehe, auf so einen Elefanten hier an die Wand zu malen. Mal gucken.
Und dann soll wahrscheinlich hier in diese Ecke meine Nähmaschinen hin. Ich muss schauen, ob das passt oder ob ich das über Eck mache, denn ich habe relativ große Holztische. Das sind so Platten mit so Stützen unten dabei. Ob das dann nicht zu wuchtig hier drin wirkt. Oder ich reduziere es auf einen Tisch. Hinter mir die Wand, das wird eine Überraschung. Da habe ich auch was geplant, etwa ein Wandtattoo oder auch etwas malen oder Tapete. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass das halt überwiegend mit Holzmöbeln ausgestattet wird. Ja, was wollte ich sagen, im Schlafzimmer haben wir jetzt erstmal viele weiße Möbel. Man kann das ja auch alles mischen, ich weiß es noch nicht. Also ja, wir werden dann sehen. Hier im Badezimmer, da waren wir schon lange bei IKEA gewesen, vor ein paar Wochen. Das hier wird einfach unser Waschtisch. Da wird er stehen mit einem Doppelwaschbecken und einem schönen großen Spiegel. Zudem habe ich mir hier vor langer Zeit schon überlegt, dass man da ein Regal hinmacht. Am liebsten auch so ein Holzregal mit mehreren Fächern, wo dann die Handtücher reinkommen. Hier kommt da die Badewanne hin. Und hinter mir ist ja dann die Dusche. Da kommt eine bodentiefe Dusche hin. Ich weiß noch nicht genau, wie die aussehen wird und wie die gefliest wird. Wir haben ja schon damals Fliesen gekauft, also als wir das Haus gekauft haben. Da waren wir gerade beim Notar und sind dann sofort schnurstracks los in den Baumarkt. Ich korrigiere nochmal, ich habe ganz vergessen, wir haben ja auch schon einen Spiegelschrank gekauft. Also es wird kein Riesenspiegel dahin kommen, sondern ein Spiegelschrank, der ist auch super schön. Und einen Unterschrank. Ich verrate jetzt nicht, wie er aussieht. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal verraten habe. Ich will auch so ein bisschen diesen Überraschungseffekt für euch halten. Ja, und hier im Treppenhaus, da habe ich ja schon mal gesagt, dass wir hier Tapete machen wollen. Die habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Aber wir werden uns wahrscheinlich dagegen entscheiden. Also es steht noch nicht genau fest, denn es ist sehr viel Arbeit zu tapezieren natürlich. Und die Decken sind sehr hoch. Und man hat hinten auch noch diese ganzen Ecken, Kanten. Das muss dann alles noch geschnitten werden. Und da ist halt immer so ein bisschen die Gefahr, dass man die Naht am Ende sieht, wenn man die nicht genau perfekt nebeneinander legt. Ich meine, im Schlafzimmer hat man es jetzt gesehen, der Henning hat das echt gut hingekriegt. Das war meine Idee, dass wir so weiße, überall im Treppenhaus, auch unten im Eingang hier in der Diele, weiße Holzvertäfelungen hinmachen. Ich kann euch mal ein Bild einblenden. Die habe ich dem Henning vorgeschlagen, die fand er auch total schick. Aber jetzt hat man hier hinten diese Kassettentöne und ich weiß irgendwie nicht, ob das dann sich beißt, ob das zu viel ist, weil die halt sehr ähnlich aussieht. Ja, also da müssen wir auch noch gucken. Und für die Treppenstufen, da haben wir jetzt auch schon entschieden. Da haben wir nämlich schon so Leisten bestellt. Das seht ihr dann alles noch. Und es soll auch wieder zukünftig ein schöner Teppich auf die Stufen gelegt werden. Aber ein anderer. Hier steht mein Schreibtisch. Kann ich euch nicht zeigen. Ist eine Überraschung. Da habe ich meinen super schönen ausgesucht. Den bauen wir dann auch noch zusammen auf. Na? Kleiner Mann, du stehst ja wieder, willst mit mir reden, ne? Redst du noch? Der steht da, glaube ich, voll drauf. Ja, komm! Nicht fallen lassen, ne? Jetzt mit der Kralle festhalten. Och. Jetzt legt er sich dann immer so in seinen Napf. Muss mit dem, genau, mit dem Fuß festhalten, ne? So goldig, ey. Schmeckt gut. Da könnte man echt mal so ein Vogel-ASMR machen. So, in der Zeit, wo der kleine Mann jetzt beschäftigt ist, kann ich euch erklären. Ist manchmal nicht so einfach, wenn ich hier rumlaufe oder auch mit dem Henning hier rumlaufe und rede oder manchmal diskutiere, dann rastet er völlig aus, dann will er mitreden.
ist auch kein Problem. Also hier ist ja einmal das Wohnzimmer. Das ist jetzt noch abgetrennt hier durch die Folie, wegen Staubschutz und so. Hier hat der Henning schon abgeklebt. Einmal der Kamin, der muss aber hier noch aufgestemmt werden. Hier vorm Kamin wird natürlich auch noch gefliest. Da kommen so, ich weiß nicht, vielleicht graue Fliesen hin. Ja, und hier unsere schöne Tapete. Da hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Ich freue mich total hier oben auf unsere Lampen, die vier Stück. Die haben wir auch schon gekauft, schon lange. Das sind so weiße, die kann man so drehen, da kann man das Licht verschieden einstellen und das richtig gemütlich beleuchten. Ja, Fernsehtisch und sowas haben wir natürlich jetzt noch nicht ausgewählt. Wir sind dann noch am Überlegen, ob wir einmal ein schlichtes Sideboard nehmen und hier auch so eine Holzvertäfelung hinmachen. Also eine echte Vertäfelung, nicht so wie im Schlafzimmer oben. Wir wissen es noch nicht genau. Jetzt seht ihr den auch mal bei Tageslicht, unserem Parkett. Ja, den habe ich euch noch nicht bei Tageslicht gezeigt, fällt mir gerade ein. Der liegt jetzt schon seit einer guten Woche hier rum. Schon wieder so lange her. Ja, den können wir auf jeden Fall, ich denke mal so, ich weiß nicht, in 2 Wochen verlegen. Ja, dann wird er abgeschliffen und geölt. Dadurch, dass ich jetzt eine Weitwinkelkamera habe, da war der Nachbar. Und die sind ja alle total nett. Das war so ein Mann, der ist da gerade mit dem Fahrrad entlang gefahren. Ja, so, jetzt muss ich mal genau gucken, wie ich die Kamera drehe, damit ich nicht zu viel zeige. Ja, also hier über Eck kommt hier eine Sandsteinmauer hin. Die wird wahrscheinlich verklinkert. Wir hatten da schon so eine Idee, die uns beiden gefällt. Dann hat man da hier auch so ein bisschen Privatsphäre und kann hier dann so rumlaufen übers Eck, vorne zur Terrasse. Die Terrasse werden wir dann wahrscheinlich im Frühling bauen. Ja, da muss ja einiges gemacht werden. Die Erde muss hier ausgeglichen werden. Wahrscheinlich kommt dann nochmal der Bagger. Wir wissen es noch nicht, weil im Vordergarten muss auch ja, alles angepasst werden. Ich sehe gerade was. Könnt ihr das sehen? Ernsthaft? Sieht das nur so aus? Oh, da hat er irgendwie einen Hund hingemacht. Ich habe mich jetzt mir gerade hier ins Gartenhaus gestellt. Also ich habe das letztens auch schon beobachtet. Da war dann an der Fassade, da wo diese schwarze Folie ist, hat man das auch gesehen. So hat irgendwie ein Hund dran gepinkelt. Das wäre schon krass, wenn die einfach so auf unserem Grundstück rumlaufen. Ich glaube nicht, dass es eine Katze war. Wobei, könnte auch eine Katze gewesen sein. Ja, finde ich irgendwie ein bisschen eklig, weil ich habe hier auch meine Kräuter, alles angebaut. Das wäre echt ein bisschen eklig. Vielleicht sollten wir doch nochmal hier im Garten hier eine Kamera aufstellen oder so. Halt auch wegen Einbrecher. Also hier vor ein paar Monaten wurde schon mal eingebrochen. Da sind einfach Leute in unseren Garten gegangen. Wir waren nicht dabei. Wir haben am Ende nur gesehen, dass ein Fahrrad fehlt. Ja, es wird also Zeit, dass wir vorne einen Zaun hinbauen. Das sieht auch nicht schön aus mit der ganzen Dämmung da hinten. Das wird sich jetzt bald ändern, denn es muss gedämmt werden und dann verschwindet dieses grauenvolle Chaos auch endlich mal. Übrigens ist es schön kühl hier drinne. Wenn es draußen heiß ist, dann es ist hier kühl, denn wir haben ja, wie gesagt, gedämmt. Das ist einfach super. Vorher war das eine unerträgliche Hitze da drin. Irgendwie habe ich mir so angewöhnt, dass ich so jeden Morgen oder jeden Abend hier so einen Rundgang durchs Haus mache und gucke, ob noch alles da ist. Ja, das ganze Holz ist noch da, Linda. Ja, irgendwie hat man dann schon so ein bisschen Angst, seitdem man hier wohnt, wenn man so ein Eigenheim hat, dass irgendwas geklaut wird oder dass jemand aufs Grundstück geht. Ich meine, es ist ja auch alles offen hier. Ja, also wir brauchen einfach gute Überwachungskameras. Übrigens der Feigenbaum hier. Der hatte so viele Feigen. Total viele. Oh, ich merke gerade, die eine ist weich. Kennt ihr euch damit aus? Oder habt ihr auch einen Feigenbaum? Ich weiß nicht, wann die reif werden. Vielleicht im Herbst? So wie bei den Weintrauben. Würde mich echt mal interessieren. Es ist so ein schöner Anblick.
Übrigens, die Rose und noch ein paar andere Sträucher müssen jetzt im Herbst zurückgeschnitten werden. So wie auch die Bauernhortense hier. Mein Gott, die blüht immer noch. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, aber die hängt schon ganz schön. Ich werde demnächst auch mal einen Gartenvlog machen. Da nehme ich euch mit. Ich muss mich hier das komplette Beet, also die ganze Seite, alles von Unkraut befreien. Hier liegen noch ein paar Äpfel von der Nachbarin, aber ist ja nicht so schlimm. Die fahren halt einfach hier rüber. So, jetzt kommt die Sonne raus, habe mich schon unter die Tanne gestellt. Ich mag das voll, wenn die Äpfel jetzt reif werden, die fallen auf mein Grundstück. Das riecht immer so lecker, so frisch, so fruchtig. Und ich habe fast vergessen, ich glaube, die vorletzte Gurke. Aha, die ist schön rund. Sieht man das? Ja, die braucht ein bisschen, also die tun sich so ein bisschen schwer. Die hatten ja auch diesen Mehltau. Und es geht jetzt in die Herbstzeit, die ist, glaube ich, bald vorbei. Da hängt sich auch noch eine kleine Gurke. Nächstes Jahr mache ich ein schönes Video. Das zeige ich euch dann, wie ich dann hier im Gartenhaus, sag mal so ab Februar, schon anfange mit der Voranzucht. Also ich hätte gerne Tomaten, Paprika eventuell, Gurken wieder. Also richtig viele Gurkenpflanzen werde ich dann ziehen. Und noch diverse neue Kräuter. Mal gucken, mir fällt bestimmt noch mehr ein. Erdbeeren hätte ich eigentlich auch gern und Kartoffeln. Aber dann müsste man das komplette Beet hier halt einmal platt machen und halt hier den Boden dann nutzen. Ich bin so glücklich mit dieser Kamera. Ich gehe jetzt mal wieder rein. Das Büro habe ich euch auch lange nicht mehr gezeigt. Also, aber da hinten, da stehen diese ganzen Pakete. Die haben wir halt schon von IKEA da kürzlich hingestellt. Die warten auf uns, aufgebaut zu werden. Ich weiß auch nicht genau, wann das Badezimmer oben fertig wird. Dieses Jahr könnte es knapp werden, weil wir konzentrieren uns halt einfach momentan sehr stark hier aufs Erdgeschoss. Und besonders die Küche ist mir wichtig. Da zeige ich euch jetzt auch noch was zu. Und zwar muss ich die Fliesen einmal nochmal abwischen und es kommen ein paar Hochschränke hin, Standard. Ja, ich hätte ja gern so einen Salbeiton, der Henning fand den auch schön. Wir müssen nur gucken, so eine Küche ist halt echt sehr, sehr teuer. Ob wir da eine gebrauchte uns holen oder so eine B-Ware Küche, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Zudem soll hier in die Ecke unser Kühlschrank dann hin. Da haben wir jetzt auch schon geschaut, wir hätten gerne so einen großen Kühlschrank mit einem Eiswürfelfach, so einen doppelflügigen. Ich habe mich jetzt mal hier hingesetzt, ist ein bisschen bequemer. Ja, und unten im Wellnessraum, da verschwindet dann auch dieser provisorische Kleiderschrank. Die Vögel kommen dann endlich nach oben und das Bett, also die kleine Matratze, die ist ja 1,40, die kommt weg. Da schläft der Henning ja jetzt noch drauf. Wir schlafen getrennt, weil, wie schon mal erwähnt, der Henning schnarcht ja. Und ich habe herausgefunden, dass ich alleine irgendwie besser schlafen kann. Aber ich glaube, das liegt nur daran, dass es unten sehr beengt ist. Und sind wir mal ganz ehrlich, auf so einer kleinen 1,40 Matratze zu zweit, da kann man auch nicht gut schlafen. Ich weiß jetzt nicht, warum mir das jetzt erst auffällt. Ich hatte früher auch immer mal so ein bisschen Schlafprobleme. Aber die sind jetzt komplett weg. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist einfach, wenn ich alleine schlafe, beziehungsweise wenn ich genug Platz beim Schlafen habe. Ich denke, das wird sich dann auch noch in Zukunft ändern. Und wenn das Bett dann erstmal fertig ist oben im Schlafzimmer, dann werden wir dann auch beide wieder in dem Zimmer schlafen, ist ja klar. So, ich glaube, das wird ein Laber-Vlog. Ansonsten gibt es jetzt gerade nichts mehr zu sagen. Ja, ich melde mich dann später wieder. So Leute, ich saß jetzt noch einige Stunden an den Videos. Ich habe jetzt tatsächlich das jetzige Video schon geschnitten. Es geht bis jetzt 24 Minuten. Mal gucken, wie lang es wird. Und ich sehe gerade, der Henning ist nach Hause gekommen. Da läuft er. Ich begrüße ihn mal. Wir machen mal die Tür auf. Also 6 Mal wieder raus, ist wohl noch ein Rennen. Er schickt mir die Sachen dazu. Hi. Oh, schön, dass du wieder da bist. Ja. Vermisst dich immer so. Jetzt geht's weiter. Henning ist die neue Kamera noch nicht gewohnt.
Ah, die ist schon mal geil, ey. Direkt wieder eine Massage. Ja, die ist wieder der Willi. Ich streiche Einheiten. Der will eine Erdnuss. Trauli. Die Erdnuss habe ich leider nicht. Doch, die liegt auf dem Tisch, habe eben welche gekauft. Die sind voll teuer, 2,30 Euro fast. Gar nicht ein teuer, Kuckuck. Aber Bio-Erdnüsse, es gab leider keine anderen, ne? Müsste man probieren, die Bio-Erdnüsse beim Netto. Da. Da kriegst du jetzt noch was, okay? So. Wir sind jetzt hier gerade am Planen, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt 3:45. Und zwar muss einmal die Garage aussortiert werden. Das ganze Material, da ist ja ein Riesenchaos. Das könnte man machen. Man kann die Hauseingangstür einbauen endlich. Heute oder morgen. Und was hat jetzt eben noch gesagt? Im Wohnzimmer noch was aufstemmen und dann verputzen. Und noch so ein paar andere Sachen, das habe ich jetzt vergessen. Herr Henning telefoniert jetzt gerade noch. Übrigens den Pool hier. Ich weiß nicht, ob wir den noch benutzen können, vielleicht morgen. Da soll es auch noch mal warm werden. Aber man merkt schon, wie gesagt, vom Wetter so. Ich weiß nicht, ob es immer so heiß wird. Ich meine, bei 25 Grad kann man ja auch noch mal baden. Ja, jetzt muss ich noch kurz auf den Henning warten, bis er aufgehört hat zu telefonieren und dann geht's los. Ich habe gerade gesehen, ich habe total vergessen, dass wir unsere Fusizienwurzel, die steht da hinten in der Ecke. Der Henning hat die anscheinend dahingestellt, der wollte die aufheben und die ist fast vertrocknet. Und jetzt muss ich die einmal gießen. Okay, also haben wir es jetzt abgesprochen. Wir machen das jetzt so, dass wir meinen Schreibtisch aufbauen. Oh. Flexispot. Von Flexispot. So, wir legen jetzt los. Wir haben hier den schönen Schreibtisch bekommen. Der Henning macht den jetzt mal auf und baut den dann auch noch auf. Ich bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich habe mir ein weißes Gestell ausgesucht und eine holzfarbene Platte in Ahornoptik. Vielen Dank an dieser Stelle an die Firma Flexispot, dass ihr uns diesen schönen Schreibtisch kostenlos zur Verfügung gestellt habt. Wir sind gespannt und werden ihn jetzt mit euch testen. Ey, da ist ein Werkzeug mit dabei. Ja, das ist sogar dabei. Wir zeigen euch das jetzt. Finde ich schon mal wieder gut, weil ich dachte, ich muss jetzt dreimal hoch und runter rennen, um verschiedene Werkzeuge zu holen. Ja, so sieht das übrigens aus. Was ist das hier? Wird mitgeliefert. Wie geil. Ich glaube, das ist, wir gleich sehen, für die Kabel, kann das sein, um die Kabel ein bisschen zu verstauen? Wir werden es gleich sehen. Genau. Ich hole erstmal alle Teile raus. Wir holen jetzt erstmal alles raus. So, okay. Wir haben jetzt hier einmal alles ausgepackt. Ja. Also wenn es auffällt, das ist sehr hochwertig. Guck dir das mal an, der ist ein Motor. Das ist total massiv, das merke ich jetzt schon. Die ist ausführlich beschrieben, wie man Schritt für Schritt diesen Tisch aufbaut, weil es ist nicht irgendein Schreibtisch. Es ist ein Schreibtisch, den man hochfahren kann. Man kann die Tischhöhe tatsächlich variieren. Genau, also das ist ein elektrischer Schreibtisch, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Da sind Motoren drin, mit denen man die Platte hoch und runter fahren kann. Ich bin jetzt hier gerade mal am Schauen, also diese Kisten sind durchnummeriert. Ich fange jetzt mal Punkt 1 an und baue den Tisch langsam auf. Genau, wir melden uns dann gleich wieder. Der erste Eindruck ist schon mal super, weil er ist sehr massiv. Jetzt werde ich die Platte aufmachen. Ja. Das ist wirklich cool. Das ist jetzt die Unterseite. Ja, und die brauchen wir auch gleich. Ja. Boah, mega. Weil, guck mal,
Man benötigt Hilfe beim Aufbau. Zwei Männchen. So Leute, wir sind jetzt fertig mit Aufbauen. Wir drehen den Tisch jetzt einmal komplett rum. Was machst du jetzt? Ich hole eben so einen Verpackungsrest. Zum Schutz. Ich tue den mal da runter und gib den über die Kante. Oder ich hebe hoch und du tust das runter. Ja, dann mach. Hier drunter. Da. Ich hebe mal hoch. Okay. Der Packung kommt dann auch weg. Genau. Toll. Auch schön die Ecken abgerundet so, ne? Das finde ich auch gut. Mhm. Lass das Zimmer direkt in die Ecke stellen. Ja. So, bisschen Abstand. Bisschen weg, man kann auch hoch. Geil, oder? Ich finde ihn cool. Ja. Ja. Hey, der hat USB-Anschluss. Ja, Touch-Display. Cool. So. Also ich glaube, der steht jetzt auf der niedrigsten Stufe und da steht auch beschrieben, wie niedrig das ist. Ich glaube, ein paar 60 cm oder so ist er jetzt tief. Das geht da gut einhängen. Ja. Ja. Das ist ein Kabelschacht. Ja, guck, dann kann man das jetzt direkt verstauen. Um die Kinder sich zu entsperren oder einzustellen, müssen sie die M-Taste 5 Sekunden gedrückt halten. Nur wenn die Kinder sich entsperrt, es funktionieren alle Tasten normal. Also die ist jetzt entsperrt. Also man hat jetzt eben auch gesehen auf dem Display, wie tief das war. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. 63,5 cm. Und jetzt kann man es hochfahren. Mhm. Hängt da irgendwas an der Wand? Nee. Und als Hinweis immer aufpassen, der Spiegel sitzt schön im Abstand. Sonst würde der jetzt runterkrachen, weil der ist echt sehr massiv. Jetzt ist es auf 1,20. Kann man sich sogar dranhängen. Mach mal hoch. Da passiert nichts, ich habe schon mal geguckt. Mach mal weiter, weiter. Also, ich wiege 50 Kilo und er hält mich. Also, eine Höhe, zweite Höhe kann man einstellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt am Tisch stehe oder sitze und für den Henning, ich bin ja kleiner als Henning, dann kann ich, wenn ich hier hinkomme, auf 1 drücken und wenn der Henning dran möchte, drückt auf 2. Ah ja. Genau. Die hat auch eine Antikollisionsfunktion. Man kann beide anmachen, wenn er merkt, dass er immer gegenblitzt, dann geht er aus. Ja, genau. Wir müssen es jetzt erstmal hier ein bisschen einlesen. So, wir machen jetzt mal den Belastungstest. Der dicke Henning sitzt drauf. Klar, er muss schon ein bisschen mehr arbeiten, das ist logisch wegen dem Gewicht, aber es funktioniert. Ja, hier steht nicht, dass man es machen darf, von dem würde ich jetzt nicht übertreiben, aber es... Ich meine, man hat auch keine 70 Kilo Geräte auf dem Tisch. Ja, aber ich meine, das ist massiv, das sieht man schon. Das haben wir auch beim Aufbauen eben bemerkt. Also hier, wir haben jetzt zum Beispiel eingespeichert Sitzposition. Flupp. Und Stehposition. Cool. Ja, das haben wir. Der hat diese Memory-Funktion. Zack. Ja, was natürlich auch super ist, wenn man jetzt merkt, man sitzt schon so stundenlang, dann tun die Schulter und der Rücken weh und dann kann man auch mal wechseln und wie gesagt, im Stehen arbeiten ist der Rücken schonend. Ne? Das ist wirklich praktisch. Also wie gesagt, hier Touchscreen und USB-Anschluss und was auch noch super ist, hier einmal schön die Schrift Flexispot und die Kabelleiste, damit, wenn man hier sitzt, das nicht so da rumbaumelt. Hier ist auch noch so eine praktische Halterung dabei, die kann man sich halt ankleben. Und da kann man jetzt Handy-Ladekabel reintun oder irgendwelche anderen, die man direkt am Tisch immer braucht. Die kann man sich halt irgendwo hier am Rand montieren, dann hängen die Kabel halt hier so hoch. Dann kann man die rausziehen. Ja, die sind flexibel, ne? Das ist so aus Gummi. Und hier sind noch 2 Meter so ein Klettband bei. Da kann man einfach die Kabel hinten dann mit organisieren. Aber ich finde es praktisch, da muss man sich das nicht separat kaufen. So, der Henning hat mir jetzt einmal den Bildschirm da drauf gestellt. Den richte ich mir jetzt noch ein bisschen ein. Genau, den kann man hier ein bisschen kippen noch. So, ich habe mir den jetzt mal hier schön eingerichtet. Meine schöne Büroecke. Dahin habe ich jetzt noch eine Lampe hingestellt. Und meinen Stuhl, da sitze ich jetzt drauf. Ja, die Höhe ist ganz angenehm von mir. Flexisport hat übrigens noch andere Modelle. Es gibt... Die Tischfarbe kann man noch wählen, das Gestell. Ich habe mich jetzt einfach hier einmal für weiß entschieden und für eine
ahornfarbene Platte. 61 x 80. Es gibt aber auch viel größer. Ich glaube, ich habe sogar eine gesehen mit 2 Meter oder so. Also ja, da wird jeder fündig. Es gibt auch kleinere Tische, wo dann nur ein Bildschirm drauf passt. Zudem gibt es auch Rollcontainer, Schubladen. Ihr könnt ja einmal bei der Seite vorbeischauen. Ich verlinke es euch unten in der Infobox. Da könnt ihr mal draufklicken und ein bisschen stöbern. Und verschiedene Modelle gibt es wie gesagt auch. Ich habe hier einmal den E7B Pro. Henning und ich werden jetzt unten weiterarbeiten. Ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Ich fange dann schon direkt mit dem nächsten Vlog an. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir legen jetzt hier los. Mal kurz gucken, wo der Henning ist. Okay, er hat gerufen, der ist gerade unten, der hört mich nicht. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.